Advent 2020. Die Hoffnung auf ein weitestgehend normales Fest. Die Hoffnung der Politiker, die Corona-Maßnahmen nicht verschärfen zu müssen. Es darf kein Weihnachtsfest in Einsamkeit sein. Also jetzt an Weihnachten zu sagen, die Leute dürfen sich nicht mehr sehen, glaube ich, wäre ein falsches Signal für das Miteinander der Gesellschaft. Wir wollen Weihnachten für und mit der Familie möglich machen. Der Lockdown Light. Er sollte Weihnachten retten und gleichzeitig die Wirtschaft schützen. Jetzt ist endgültig klar, dieser Plan ist gescheitert. Wir haben doch Corona-Weihnachten. Leider gibt es noch nicht in Lametta Gold. Christian Springer, Kabarettist und scharfzüngiger Beobachter. Er schaut mit uns auf das Weihnachten im Lockdown. Ja, mei, die Politiker und die Pandemie und ihre Vorhersagen, das ist ein bisschen wie beim Schwangerschaftstest. Man weiß zwar, jetzt kommt der dicke Bauch und nach 9 Monaten kommt das Baby. Aber ob das jetzt ein toller Kerl wird oder eine blöde Kur, das weiß kein Mensch. Die Sehnsucht nach weihnachtlicher Normalität, sie ist in den Tagen vor dem harten Lockdown in den Innenstädten zu beobachten. Weihnachtseinkäufe erledigen, bevor alles wieder zumacht. Die Bayern hadern mit sich. Ich finde zum Beispiel mit den Geschäfteschlüssen bin ich nicht ganz einer Meinung. Ich finde die kleinen Geschäfte in der um München herum, wo eh nur immer einer drin ist, die müssten nicht schließen. Es gibt verschiedene Auswirkungen. Wenn wir die dicht machen, geht die Wirtschaft den Bach runter. Wenn wir sie offen lassen, sterben unsere Großmütter und Großeltern. Besonders bitter ist der neue Lockdown für den Einzelhandel. Hier hatte man nach dem harten Jahr gehofft, zumindest am Weihnachtsgeschäft zu verdienen. Ob wir wieder aufmachen können, das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch meinen Mitarbeitern gesagt. Verständnis für den Lockdown einerseits, doch die Sorgen sind groß. Die Künstlerin Jo Franklin betreibt einen Pop-up-Store. Hier zählt jeder Verkaufstag. Der neue Lockdown deshalb ein schwerer Schlag. Wir haben die Abstandsregeln, die wir einhalten. Wir haben extra Personal, die darauf achten, dass die Leute nicht zu dicht kommen. Wir zählen die Leute, wir desinfizieren alles. Das ist, also ich empfinde es als ungerecht. Wäre es nicht vielleicht ein bisschen besser gewesen, in den letzten Jahren ein bisschen öfters im Einzelhandel auch einkaufen zu gehen, anstatt die Bücher beim Amazon zu bestellen, die Möbel beim Ikea einzukaufen und alles andere im Supermarktcenter von die Sockerl bis zu die frischen Eier. Wissen Sie was? Kaufen Sie Gutscheine für den Einzelhandel. Und dann wäre das schon das nächste Corona-Weihnachtsproblem, die Reise zu den Liebsten. Die Lufthansa probierte es im Advent mit Antigen-Schnelltests für Reisende, doch nur als Feldversuch und auch nicht über Weihnachten. Die Deutsche Bahn erwartet viel weniger Auslastung als im Vorjahr. Eine Corona-bedingte Reservierungspflicht zu den Feiertagen soll es nicht geben. Reisen zu Weihnachten möglich, aber kompliziert. Driving home for Christmas. Das heißt natürlich dieses Jahr bleibing home for Christmas. Viele Leute sagen natürlich, nein, ich habe keine Angst vor dem Bahnfahren. Ja, Corona macht mir gar nichts aus. Das Schlimmste ist bei den ganzen Bistro-Ausfällen das Verhungern oder Verdursten. Trotzdem, wenn Sie mit der Bahn fahren, kommen Sie wo an, damit Sie Leute treffen. Und das sollte man sich genau überlegen. Und für einen weiteren Bereich bringt das Weihnachtsfest dieses Jahr große Veränderungen. Die Kirche. Hier in der evangelischen Erlöserkirche München wird für Weihnachten geprobt. Kein Krippenspiel, sondern Hygienemaßnahmen. Das Ehepaar Weiß ist das Hygieneteam vor Ort. Sie müssen aufpassen auf Desinfektion, Maske und die maximale Personenzahl. 120 dürfen es hier sein. Die Programmblätter sind abgezählt. Das bedeutet, dass wenn die Programmblätter aus sind, dann haben wir auch die Kirche so voll besetzt, wie sie sein darf. 90 Besucher sind es an diesem dritten Advent. An Heiligabend plant die Kirche 9 kurze Gottesdienste mit Anmeldungspflicht. Sie versuchen ihr Möglichstes. Auf Kritik ist Pfarrer Bravini trotzdem gefasst. Und ich glaube, so wie wir uns entscheiden, wird es immer Menschen geben, die das auch sehr kritisch sehen werden. Entweder wirft man uns vor, dass wir uns nicht mit den älteren Menschen und der Risikogruppe solidarisieren. Oder auf der anderen Seite wird man uns
vorwerfen, dass wir uns vor unserem ureigensten Auftrag der Verkündigung beugen und unsere Gottesdienste als etwas Optionales damit ausweisen. Derzeit dürfen die Kirchen Gottesdienste nur noch vor 21 Uhr abhalten. Die Gemeinde ist verunsichert. Ist Weihnachten ohne Kirche wirklich Weihnachten? Wir würden gerne in den Gottesdienst gehen, wenn es geht. Ja, ich habe mich nicht angemeldet und habe schon gesehen, dass alle Plätze belegt sind. Und wegen meines Alters denke ich, dass es mir auch zu riskant ist, in die Kirche zu gehen. Keiner möchte in der Haut der Entscheider stecken, weil es ist einfach eine ganz schwere Abwägung und schwere Entscheidung. Dazu kommt Ausgangssperre an Heiligabend. Denn auch am 24. Dezember soll um 21 Uhr Schluss sein. Weihnachten, ein bisschen schwierig, oder? Aber vergessen Sie das andere nicht. Wir dürfen kochen, was wir wollen, trinken, was wir wollen. Wir können telefonieren, mit wem wir wollen, solange wir wollen. Wir können Fernsehen schauen oder nicht. Wir können uns auch ins Bett flackern. Und wir können anziehen, was wir wollen. Und. Wissen Sie was? Weihnachten machen wir, was wir wollen.